guten Morgen oder eher guten Tag und frohe Weihnachten. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir oder uns. Wir haben lange geschlafen, in Anführungsstrichen bis 7:30, also schon für unsere Verhältnisse sehr lange. Und ich habe gerade nochmal geschlafen. Oh nee, hier ist nicht gut. Ein Stündchen. Und Bernd auch. Und dann habe ich mit Calvino sein Weihnachtsgeschenk ausprobiert. Er hat doch den Lenkradständer für die PlayStation 4 bekommen. Und haben wir Formel 1 gespielt. Und jetzt sind die Männer gerade mit dem Smurfy spazieren gegangen. Große Runde. Ich war duschen, deswegen habe ich noch nasse Haare. Und ich habe die Waschmaschine angemacht, die Windeln. Wir wollten ja mit Stoffwindeln und Mullwindeln wickeln, wenn Livia auf die Welt kommt. Und ja, die wasche ich gerade durch. Habe gerade angefangen damit, dass wenn sie bald kommt, das alles bereit ist. Ne? So langsam wird es Zeit mit dem Vorbereiten. Und mir wurde gerade in die Kommentare geschrieben, ich soll nicht so oft meinen Bauch zeigen. Da muss ich den ja direkt nochmal zeigen. Tada! Die Intimität muss gewahrt werden, wurde gesagt. Geschrieben. Nein, also ich zeige hier so viel. Da kann ich auch meinen Bauch zeigen. Und das so oft, wie ich mag und möchte. So, heute wird nicht so viel passieren. Wir müssen unbedingt den HWR wieder einräumen. Ihr wisst, da ist mir die Waschmaschine ausgelaufen den Tag, weil ich das Sieb gereinigt habe und ich, das war dann irgendwie so verkantet, verhakt. Und das muss ich halt wieder, wir müssen das wieder richtig machen. Da war alles unter Wasser und das ist jetzt alles getrocknet. Die Matte, die unter der Waschmaschine ist und so, das räumen wir nachher bestimmt mal irgendwann richtig ein. Heute gibt es Reste zu essen. Wir hatten gestern Rouladen, Klöße, Spätzle, Erbsen, Möhren, Spargel, Rotkohl und heute gibt es einfach nur die Reste davon, die machen wir gleich warm und es ist herrliches Wetter. Schaut euch das an. Richtig schöner, strahlender Himmel und ich kann leider nicht die große Runde mitgehen. Egal, ich war aber schon zweimal spazieren heute, vorm Duschen, habe ich gemacht. Ich liege nicht nur faul rum, nein, nein. Wir haben den HWR gerichtet. Tada, es ist alles wieder schicki, also was heißt schicki, ne? Aber alles ordentlich. Und ich habe die Windeln gewaschen, zumindest schon mal die weißen. Die falte ich jetzt gerade hier. Bernd ist mit dem Smurfy raus. Wo stelle ich denn jetzt die Kamera hin? Da oben vielleicht. Oh. Geh weiter. Ja. Also Bernd ist mit dem Smurfy raus. Und ich kümmere mich ein bisschen dann hier jetzt um die Wäsche, dass das alles wieder ordentlich einsortiert ist. Und ich sage euch, das ist gar nicht so leicht, jetzt so im Lockdown zu vloggen, also Daily Vlogs zu machen. Denn man erlebt ja gar nichts, ne? Die muss ich auch noch waschen. Das sind jetzt noch so bunte Mullwindeln. Die wollte ich auch haben als Spucktücher, aber auch halt als Windel. Und das sind so Überhosen. Windeln, die man dann quasi also über diese Mullwindeln drüber machen kann oder halt, da sind auch so für jede Windel zwei so Einlagen bei, die man hier reinmachen kann. Ja, die wasche ich jetzt alle einmal durch und dann habe ich hier noch Windelvlies. Jetzt erkennt man es. Die kann man angeblich in die Toilette machen. Die sind jetzt einfach von DM. Ich verlese das mal gerade. Ja, ein Blatt bei vollständiger Spülleistung der Toilette weggespült werden. Für Schäden durch unsachgemäße Handhabung wird keine Haftung übernommen. Da muss ich mal gucken dann. Ich schätze mal, die werden wir wegschmeißen. Ist halt für den groben Schmutz oder wie soll ich es nennen. So, dann habe ich hier noch ein Tragetuch. Das wollte ich auch schon mal durchwaschen. Das ist sogar extra in so einem Sack drin. Fantastic Kids. Das habe ich. Das war auch ein günstiges Tragetuch. Ich guck mal mit Anleitung. Schön. Ja, es kann
kann man sich ja dann noch durchlesen. Und das hat hier auch ein Schild, was ja immer die Mitte sein soll am Tragetuch. Damit kann man es ja dann binden. Ja, und das ist ganz lang. Ja, das wasche ich auch schon mal mit durch. So, weiter geht's. Ich habe ein Asia-Töpfchen bestellt und zwei so Bänder dafür. Die werde ich schon mal mitwaschen. Und ich habe mir Stilleinlagen oder Pads, wie auch immer sie heißen, bestellt. Ich hatte welche vom DM, die habe ich auch zwischendurch schon reingemacht und das hat so gejuckt. Das war so unfassbar, die haben so gejuckt. Und dann habe ich bei Amazon geguckt, was es so für Stilleinlagen gibt. Und diese, also die meisten sind halt mit Plastik, Kunststoff oder Bambus und so. Und das wollte ich nicht. Ich wollte halt Baumwolle haben. Und ich habe die halt gefunden, dass die Seite, die dann halt an der Brustwarze ist, ist Baumwolle. Und das hier ist so nicht durchlässig halt. Genau das Gegenteil. Weil ich wollte die halt auch kochen können. Kochwäsche. Und deswegen habe ich die genommen. Die sind zwar ein bisschen teurer. Zwei Paar haben 20 Euro gekostet. Aber ja, ich wollte nicht, dass das so juckt. Das war unerträglich. Deswegen wollte ich da Baumwolle haben. So, dann kann das wieder da oben hin. Hier habe ich noch ein paar mehr Sachen. Hier diese Multimam-Kompressen sollen ja so super sein für wunde Brustwarzen. Dann habe ich diese Lansino-Dinger bestellt. Das sind so Kühl- und Wärmepads. Das habe ich zwei Sets bestellt. Eins halt, was ich ins Eisfach machen kann oder im Kühlschrank. Und ein Set, was ich dann warm machen kann bei Bedarf. Und noch mehr Salben. Ich glaube, man kann nicht genug haben. Dann Happy Po habe ich mir bestellt. Die Po-Dusche. Die benutze ich auch schon fleißig. Bin ich ganz zufrieden mit. Deswegen ist sie da nicht mehr drin. Ich habe es nur noch hier gelassen, um euch zu zeigen. Und Heilwolle. Nicht vegan, aber fürs Wochenbett, für Baby oder für mich. Ja, diese ganzen Einlagen. Hier ist mein geliebter Schwamm. Ja, den brauche ich immer. So, und dann habe ich hier, ist jetzt alles, was gewaschen werden muss. Aber hier ist jetzt eine Kiste, wo ich mich einrichte mit den nötigsten Anziehsachen und ein paar Mullwindeln und ein bisschen Vlies. Das kann ich ja dann auspacken und ein paar da reinmachen. Was ich dann hier ins Laufgitter lege, dass wenn das Baby da ist, dann kann ich da immer was rausnehmen bei Bedarf. Meine Wochenbettkiste quasi. Ich habe auch noch so Snappies bestellt. Hier Snappy, wo man halt die Mullwindeln so mit festmachen kann. Also wir probieren uns da mal so durch das Sortiment durch und ja, werde ich euch ein Feedback geben, wenn ich Näheres dazu sagen kann. Alle Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, die werde ich euch mal unten verlinken, falls ihr da auch Interesse habt. Smurfy hat gestern auch ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Dieses Riesenstück Rinderhaut oder was das ist. Also das war fast doppelt so groß. Naja, nicht doppelt so groß. Also ein Drittel hat er schon ungefähr gekaut und da ist er voll lange mit beschäftigt. Aber das stinkt echt enorm, muss ich sagen. Egal, Hauptsache der Hund hat Spaß. Bernd ist jetzt nochmal mit ihm rausgegangen. Letzte Runde. Und ich würde mich jetzt hier auch verabschieden vom Vlog. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass es nicht so viel zu sehen gibt. Wir haben heute echt hauptsächlich gechillt. Morgen bekommen wir nochmal Besuch. Ja, eigentlich hätten wir die alle gestern gesehen. Wären alle zu uns gekommen, aber da das ja jetzt hier mit Corona und so alles so runtergefahren wurde, ja, treffen wir die halt morgen, die anderen. Nehme ich euch wahrscheinlich morgen auch wieder mit. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.